schon los? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Echte. Heute interviewen wir den Seestern Sebastian. Ja, hallo, ich bin der Seestern Sebastian. Wow, du hast voll den coolen Namen. Ja. Ja, okay, dürfen wir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ja, mach. Okay, die erste Frage. Wenn deine Arme abgebrochen werden, sind die denn halt für immer weg oder wachsen die noch nach? Sie wachsen nach und weißt du, manchmal kommt sogar ein neuer Seestern daraus. Wow, wie interessant. Mhm. Nächste Frage, gibt es auch giftige Seesterne? Ja, es gibt einen giftigen Seestern. Der Dornenkronenseestern ist ein ganz schön schwieriger Name. Naja, er hat 6 bis 23 Arme. Und auf seinem Körper befinden sich spitze und giftige Stacheln. Durch eine Berührung des Menschen kann Lähmung und starke Schmerzen herbeirufen. Wow, wie interessant. Oh, dann wisst ihr ja, Kinder, aufpassen beim Schwimmen und Baden. Nein, er lebt nur auf dem Meeresgrund. Okay, dann trotzdem aufpassen. Tut mir leid, das wusste ich nicht. So, dritte Frage. Könnt ihr eure Farbe verändern? Nur wenn ich mich schäme. Das war lustig. Nächste Frage. Habt ihr ein Gehirn? Wir haben kein Gehirn. Wir sind von Natur aus blöd. Aber Wissenschaftler meinen, dass wir trotzdem irgendwie intelligent sind. Wow, cool. Welcher Seestern ist von euch der größte? Natürlich ich. Nein. Der Sonnenblumenseestern. Seine Spannweite ist 90 cm bis 100 cm. Von Arm zu Arm. Wow. Schade, dass du es nicht bist. Ich weiß. Oh, ist der kleinste Seestern? Der kleinste Seestern heißt Patriella Parfififafa. Das ist voll ein schwieriger Name. Naja, seine Spannweite ist 1 cm. Und seine Breite ist ein Fingernagel lang. Bestimmt gucken jetzt alle auf ihre Finger. Noch eine Frage. Und was ernährt ihr? Entschuldigung. Also von was ernährt ihr euch? Ich esse Pflanzen und auch Fleisch. Ja, und gerade habe ich Algen gegessen und vielleicht würde ich dann nochmal nehmen zwei, die hier gerade auf dem Tisch liegen. Sieht voll lecker. Haben die geschmeckt, die Algen? Ja, sicher. Okay, wie sieht es denn mit den Feinden aus? Habt ihr einen sehr schwierigen Feind? Ja, wir haben einen sehr schwierigen Feind. Oh, ich kann ihn gar nicht mal aussprechen. Der die Silbermöwe. Boah, sie ist 55 bis 67 cm lang. Boah, das ist ja übergroß, ey. Wow, ihr Seestern seid echt fasziniert und eure Feinde auch. Ja. Womit atmet ihr denn? Also, wir haben keine Lungen und keine Kiemen. Das heißt also, wir haben also eine ganz kleine Ausspülung und da nehmen wir Sauerstoff. Was sind eure Merkmale? Unsere Merkmale ist sternförmig. Ach so, und wir haben noch 5 Arme. Hm? Cool. Okay, bereit für noch eine Frage? Sicher. Diese Frage kommt diesmal von unseren einen Zuschauern. Kula aus Oceano, gleich nebenan, hat uns angerufen und hat gefragt, wie lange ihr lebt. Wir leben leider nur 34 Jahre. Oh, das ist ja traurig. Ich hoffe, Kula oder Kala, keine Ahnung, deine Frage ist hiermit beantwortet. Hoffe ich auch. Okay. Kann man euch im Aquarium halten? Ja, kann man, aber ich finde es irgendwie doof, weil im Ozean gibt es viele Abenteuer und so. Also muss ein Ozean bleiben. Wie viele Arten gibt es denn von euch? Es gibt ungefähr so 1600 Arten. Cool. Okay, ich glaube, das war's. Dankeschön. Dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal bei Das Echte! Yeah.